Willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite hier auf KS Retro Games. Wir versuchen jetzt gerade unseren Freunden, dem Widerstand zu helfen, den Professor, den wir jetzt gerade für uns überzeugen konnten, freizuholen. Und dafür müssen wir natürlich jetzt vorne beim Wachposten den Weg freikämpfen. Hilft dem USST. Erstmal zwischenzeitlich, ich glaube, das ist nie verkehrt. So, ja.
Da war er. Okay. Und warte, blub, weg warst. Zack und fertig. Den habe ich aber vorher überhaupt nicht gesehen, ihr habt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, wohin? Da drüben, okay. Zieh ich dann nochmal zurück. Lauf, Heinz, lauf. So, das war's. So, da machen wir doch im Anschluss gleich dann mal weiter. Beine habt, Junge. Suchst du jemanden? Adlerwache? Adlerwache. Ich habe von Washington Scharfschützenmunition und Ration für dich bekommen. Genau, was ich brauche. Die Vorräte gingen schon aus. Wir haben dir auch das hier mitgebracht. Im Grunde ist es ein russisches Nahkampfgewehr, aber die Jungs in West Point haben es kräftig aufgemotzt und ein anderes Zielobjektiv montiert. Schön. Jedes kleine bisschen hilft. Na gut, aber dann speichern wir trotzdem zwischenzeitlich wieder ab, weil ich glaube, das ist nicht verkehrt. So. Ja, genau wegen solcher Sachen. Genau wegen... Genau wegen solcher Sachen. Sollen sich drei Elite-Scharfschützen dagegen befinden, wenn du sie tötest, wäre das eine große Hilfe für den Rückzug. Elite-Scharfschütze 2 hat sich im Bulgapark südöstlich von hier eingenistet. 3 befindet sich am alten Jakobsfriedhof und der erste da drüben. Ziel Nummer 2. B ist dann da unten im Park, da drüben irgendwo. Da wird irgendwann auch noch rauskommen. Ich bin so übervorsichtig. Es tut mir leid, aber ich bin so übervorsichtig.
heimlich und du versuchst mich gleich wieder zu killen. Heinz, du. Gibt's ja nicht. So, irgendwo hier sollte er sich rumtreiben. Das war der zweite Streich. So. Und der dritte findet sich im alten C2. Verlasse das Gebiet über die U-Bahn-Haltestelle Nordsee, über die du eingedrungen bist. Na gut, ist wurscht. Da drüben links. Okay. Passt. Alle drei Scharfschützen tot. So, speichere gleich ab. Passt. Leider. Halt. Falsche Richtung. Ich muss nach da. Oh, komm hin. Da vorne ist doch die Straße angeblich überbrochen. Waren wir schneller als die Wachposten. Super, geschafft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie gesagt, in dem Fall. Ich werde natürlich jetzt beide Missionen miteinander videotechnisch habe ich jetzt verknüpft halt eben. Also einerseits die hilft dem OSS-Team und die hier, die würde ich jetzt miteinander zusammenschneiden. Und bedanke mich auf jeden Fall halt eben. Und wir bleiben, es bleibt natürlich spannend. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich mit dran. Für das letzte Kapitel. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich muss selber nochmal nachschauen. Ja, aber wie gesagt, es bleibt spannend weiterhin und ich hoffe, ihr bleibt natürlich auch dabei und würde dann sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann.